So, Erntetour mache ich später wieder. Da bekomme ich auf jeden Fall ein bisschen Pelagelit-Erz. Aber jetzt machen wir erstmal Spiel mit dem Feuer. Jage ein Korobeko in der Sandebene. Das sollte funktionieren, hoffe ich. Ich schaue bloß erjagen und nicht fangen. Das Schwierige ist das natürlich, das ist mehr oder weniger ein Vogel. Das heißt, er kann wegfliegen. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, den dann hinterherzukommen. Ich habe nicht gegessen. Ach toll, naja, es sollte auch so irgendwie gehen. So, und deswegen hat man hier die Farbbälle auf jeden Fall. So, simple Schallbombe. Okay, ich wusste gar nicht, dass Schallbomben gegen ihn gut sind. Aber naja. Man lernt nie aus. Hier sind schon mal zwei Yaggies. Er wird in Gebiet 4 kommen, denke ich. Wahrscheinlich. Ne, tatsächlich nicht. Dann Gebiet 3. Gebiet 3 ist so typisch monstermäßig. Eine Wüste direkt kommt er eigentlich nicht. Ich glaube, er kann in Gebiet 8 abhauen, aber das sind ja alles immer nur so Vermutungen. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von den Monstern. Ja, da ist es auch nicht. Was zum Teufel? Gebiet 7, Gebiet 5, glaube ich nicht. Das ist eher Yagi-Gebiet. Gebiet 8 könnte es noch sein. Oder dann halt Gebiet 7 tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es viel in der Wüste kam. Tatsächlich. Na toll. Hauptsache mal das große Yagi anlocken. Jetzt kann ich mich zuerst um das Vieh kümmern. So. So viel schon mal zur unseren unsicheren oder instabilen Jagdzone. Na komm. Nein, nicht mich angreifen. Das war ganz blöd. So, aber ich will das große Yagi wirklich nicht bei mir haben. Blöd ist natürlich, dass es jetzt keine Punkte gibt. Das heißt, solange ich es nicht aufschneide, ist es eigentlich völlig egal, ob ich es töte oder nicht. Aber es wird mir bloß im Weg stehen, das weiß ich jetzt schon. Das haben Monster so an sich. Und irgendwas hat der Chacha, glaube ich, nach ihm geworfen gerade. Also es sollte eigentlich nicht so schwer sein, also nicht so stark, der große Yagi. Hoffe ich zumindest. So, Kragen ist schon mal kaputt, bringt mir jetzt noch nicht so viel. Ich merke gerade, dass wir gar keine Königsröschen, glaube ich, bekommen haben von den Gefangenen. Gesundheitserholung, das ist sehr nett. So, und drauf. Na, jetzt ist sein Kragen erst kaputt. Ich weiß nicht, was das gerade eben war, aber naja, egal. Was ist? Nee. Hab ja schon mal hingefallen. Also man sieht wesentlich einfacher natürlich, weil es einfach nicht das Hauptmonster ist. Wäre ja blöd, da jetzt so einen richtigen Yagi hinzustellen, wenn man eigentlich bloß den Korobeko töten soll. Und komm, nach. Naja, ich habe schon goldene Schärfe. Und da humpelt er. Das hätte ich auch vorhin machen können, falls ich dich fangen sollte. Ach, guck mal, wie nett. Der Korobeko kommt sogar zurück. Ich bin schneller als du. Das heißt so viel wie du bist. Ach, Geschichte. Nein, bleib hier. Ich will dich jetzt nicht verfolgen müssen. Nein, 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 nein. Ja, egal. Wo rennt denn der eigentlich hin? Der will in die Wüste, oder wie? Ja, da kann ich da hinterherkommen. Der Korobeko hat uns jetzt zwar gesehen, aber. Ah, der will jetzt über eine Höhle in der Wüste. Da ist doch einer, oder? Ich weiß es nicht. Na egal. So, komm, Rotes. Sehr schön. Das hört jetzt wahrscheinlich mittlerweile in einer Weile auf. Aber der Großjagd ist besiegt. Sehr schön. Den schneide ich jetzt aber auf jeden Fall auf. Weil es ist immerhin ein großes Vieh. Ein Dreischer haben wir da ganz in Ordnung. Und noch eine große Jagdhaut. Okay. So, das hat uns jetzt leider einen Trank schon mal gekostet. Und na, keine 5 Minuten, das ist in Ordnung. Oh nein, jetzt sind hier Renoplus, das ist auch blöd. So, markiert haben wir schon mal. Und damit bekämpfen wir dieses hässliche Vogelvieh.
Ist ja eigentlich ganz witzig, aber ich mag es auch nicht wirklich. Es ist komisch. Es hat hier zum Beispiel einen ganz simplen Angriff, muss man sagen. Es hat dann hier nochmal sowas, wo es zurückfliegt. Man kann den Schnabel und die Feuersteine kaputt machen, das weiß ich. So, ich weiß gar nicht, was das bringt. Das ist irgendwie so ein Schleim. Ich weiß aber nicht, ob der Dings macht. Ob der Ausdauer runter macht. So, komm her. Ich kann dich dahin nämlich nicht bekämpfen. Oh, das ist... Was war denn das nochmal? Was hat er... Oh, das ist blöd. Das ist ganz blöd. Ah, okay, das war eine Heilung von ihm. Er kann nämlich auch mehr oder weniger das, was Chacha kann, nämlich tanzen. Oder schreien halt. Er hat sehr viel mit Rufen zu tun. Und ich kann auch sagen, und das ist auch die Tatsache, wieso immer, wenn man, glaube ich, gegen Korobeko kämpft, das Kampfgebiet instabil ist. Ich hätte meine grüne Katana mitnehmen sollen, um seine Feuersteine kaputt zu machen. Aber der Grund, warum immer das Kampfgebiet instabil ist, wenn man gegen einen Korobeko kämpft, ist, weil er andere Monster rufen kann. Wenn er den richtigen Schrei macht. Das war jetzt vorhin ein Heilungsschrei. Oh, verdammt. Oh, das ist sehr gut, wenn du da jetzt... Wie oft kann er das eigentlich machen? So, jetzt kann er nämlich kurz nicht. Ich will eigentlich seinen Schnabel, wenn ich schon seine Feuersteine nicht kann, aber... Jetzt komme ich gerade nicht mal mehr mit dem Elan-Modus durch. So. Ja, und das sieht man... Okay, es ist bloß auf gelbe Schärfe zurück. Oder auf gelbe Elan zurück. Das finde ich interessant. Normalerweise ist es immer auf ganz runter, glaube ich. Oh nein, oh nein, das tut weh. Das tut weh, ja. Oh, jetzt habe ich auch noch Brand. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Es gibt hier nämlich verschiedene Effekte, Elementeffekte. Das zum Beispiel bringt einfach nur die Leben runter. Okay. So, und er flüchtet jetzt. Ja, wohin denn? Wahrscheinlich in Gebiet 4. Oh, ich habe gerade zu wenig Ausdauer. Es war voll blöd, dass ich da nicht gegessen habe. Naja, kriege ich es auch so wahrscheinlich hin. Auch wenn ich dafür vielleicht einen Megatrank dann opfern muss. Was muss, das muss. So, was ich wirklich blöd finde, ist, dass ich nicht durch seine Feuersteine gerade durchkomme. Naja, wie gesagt, seinen Schnabel kann ich auf jeden Fall. Da will ich nicht drin stehen. Okay. So, nochmal auf den Schnabel. Was machst du jetzt? Natürlich hacken. Dann hack mich halt zu Tode. Los, lass meinen Charge angucken. Ach, verdammt, ich hasse es. Gut, ich könnte wahrscheinlich auch so irgendwie dann seine Feuersteine kaputt machen, aber es würde ewig dauern. Toll. Da haben wir... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das könnte tödlich enden. Ah, danke, Renoplas. Lieber der als irgendeine starke Attacke vom... Hier, vom Korobeko. So, Megatrank damit. Lass mich in Ruhe. So, renn mal dagegen oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob dieses irgendwas macht. Er kann drauf rumhacken. So, das sieht doch jetzt ganz gut aus. Wenn wir ihn hier jetzt ein bisschen in der Kreis locken oder auch nicht. Ach komm. Ja, nee, das war ein bisschen zusammenzucken. Ich dachte, sein Schnabel wäre kaputt gegangen. Ich muss auch mal ein bisschen vor dem Renoplas aufpassen. Dass es hier nicht auf dumme Gedanken kommt. Aber jetzt bin ich bloß noch auf Weiß. Das ist irgendwie schade. Also das heißt, es sinkt automatisch. Okay. Das heißt, man muss immer ein bisschen voll halten. Das ist natürlich blöd. Andererseits ist gut. Och, jetzt geht er in Gebiet 3. Da komme ich direkt jetzt nicht hin. Okay, er geht aber auch in Gebiet... Ich hoffe nicht in 7. Doch, er geht in 7. Toll. Oder? Ja, Tatsache. Also es könnte sogar sein, dass er da schon pennen geht. Gut, aber ich meine, er hat jetzt bisher keine wirklichen Anzeichen gezeigt. Was ich interessant finde, die Wüste oder die Höhle hier war, glaube ich, in Try komplett zu und dunkel. Und jetzt ist er hier so hell, aber ich kann mich täuschen. Aber sie kam mir früher nicht so hell vor wie jetzt. Ah, er geht bloß was trinken, verdammt. Halt! Das Frisch nehme ich auch auf. Das machen sie, glaube ich, wenn sie halbtot sind oder was weiß ich. Oder wenn sie auf jeden Fall ein bisschen verletzt sind. Das ist zwar kein Anzeichen, dass man sie jetzt auf jeden Fall fangen kann, denke ich.
Aber schon mal ein gutes Anzeichen, dass man ihnen wenigstens ein bisschen Schaden gemacht hat. Aber ich hatte eigentlich damit gerechnet, weil ich hier immer wieder drauf umhau. So, oje, oje, oje. Das war, glaube ich, wieder eine Heilung. Oder irgendwas, keine Ahnung. Bin ich da gerade durch die Feuerschande durchgekommen? Okay, er ist zumindest wieder wütend. Nee, ich komme immer noch nicht durch die Feuersteine durch. Toll. Wo wir gerade von Feuersteinen reden. Das könnte für Chacha nicht gut enden. Auf seine Flügel komme ich auf jeden Fall. Nur ist halt, wie gesagt, das tatsächliche... Wow, die tatsächliche Stelle kann ich nicht erreichen. Das war sehr schön. Ich habe auch irgendwas kaputt gemacht. Nach seinem Schnabel sieht es aber gar nicht mal so aus. So, jetzt haben wir wieder Rot. Wenn das eh alles runtergeht, ganz toll. Wenn das eh alles immer runtergeht, dann ist auch keine Schande, Rot zu nehmen. Nein, 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 nein. Ganz böse Korotoko. Ja, das ist ein ziemlich blöder Name, muss man jetzt sagen. So, vielleicht habe ich ja einen Feuerstein kaputt gemacht. Die sind nämlich gar nicht so schlecht. Also auch relativ wertvoll, würde ich sagen. Wow, damit hatte ich nicht gerechnet. Okay, aber sein Schnabel ist immer noch nicht hin. Ich hoffe, das kann sich aber jetzt erledigen. Ja, nicht, wenn ich verfehle. Komm her. Komm her. Oder so. Nein, nicht getroffen. Ganz toll. Das ist ganz blöd. Oh, ich treffe immer wieder bloß den Feuerstein. Da muss ich nicht durchkommen. Ich glaube, einfach bloß seinen Flügel zu treffen, hilft auch schon. Sonst hätte ich ja irgendwie den anderen nicht abbekommen. So, jetzt tanzt er sogar ein bisschen vor sich hin. Okay. Das ist jetzt ein Heilungsruf, oder? Ja, das sah mir stark danach aus. So, egal was es war, ich habe seinen Schnabel ruiniert, denke ich. Oder seinen anderen Feuerstein. Und ich habe ihm gut Schaden gemacht. Ich muss bloß aufpassen, weil 10 Minuten sind rum. Zwar habe ich ihn in den ersten 5 Minuten eigentlich nicht markiert. Aber es ist natürlich immer blöd, wenn es viel wegfliegt und dann gerade die Markierung verliert. So, wo können dann jetzt hingehen? Wahrscheinlich wieder in Gebiet 8. Das heißt, ich gehe gerade irgendwie die längste Strecke. Naja, aber braucht auch ein bisschen. Huch, nee, ich bin jetzt schon Gebiet 5. Okay. Das ist ganz... Hier komme ich aber bloß in Gebiet 6. Das heißt, ich muss zuerst in Gebiet 4. Wirkung des Kälteeffekt. Okay. Na, unsere Vorräte werden knapp, aber ich denke, wir brauchen auch nicht mehr allzu lange, um ihn zu besiegen. Hoffe ich. Na gut, er hat sich gerade heilen können, aber ich denke, ich habe ihm auch gut Schaden gemacht. Vor allem auch, während er sich geheilt hat. So, komm mal her, du. Und hör auf, so blöd rumzuhüpfen. Das sieht nämlich voll doof aus. Ich denke, wir haben ihm jetzt beide Feuersteine zerstört. Sein Schnabel ist aber immer noch da. Und das macht mich eigentlich... Das gefällt mir eigentlich am meisten oder am wenigsten, so. So, du kreischst jetzt erstmal ein bisschen rum, währenddessen schärfe ich. Das war... Naja, wenigstens. So, Verteidigungsbonus. Das hört sich gar nicht schlecht an. Halt hier geblieben. Und natürlich kann ich nicht durch seinen Schwanz hauen. Ach, verdammt, ich hasse es, wenn man so niedrige Schärfe hat. So, jetzt kann ich plötzlich durch seinen Schwanz hauen. Alles klar. Na gut, es war nicht direkt sein Schwanz. Kann ich bitte mal den Schnabel zerstören? Das gibt's doch nicht, dass ich so wenig bisher da drauf gehauen habe. So, lande. Oder nicht. Ich kann dich auch in der Luft besiegen. Ja, oder auch nicht. Ja, land mir schon irgendwie sinnvoll. Oh, jetzt tanzt er wieder rum. Gott, nochmal. Kein Heilungsdance. Das war sehr schön. Das hat ihn, glaube ich, sogar in der Heilung gestört. Jetzt muss ich nur noch seinen Schnabel ein bisschen erwischen. Das hat nicht gereicht. Falls man seinen Schnabel hier überhaupt noch kaputt machen kann. Falls es überhaupt irgendwann ging. Ich habe aber eigentlich das Gefühl, Feuersteine und Schnabel war beim Korobeko. Aber ich meine, ich habe so ein Vieh auch schon Ewigkeiten nicht mehr erlebt. Oh Gott. Das ist... Verteidigung runter. Na, hätte ich jetzt Dings gehabt. Wie hieß denn das? Diesen einen Effekt vom Koch. Aber gut, ich habe ja gar keinen Kücheneffekt. Ich wusste auch wirklich nicht mehr, dass das Vieh sowas kann. Naja. Ist es halt gefährlich, weil jetzt kann er einen... Vor allem mit so einer Attacke ziemlich leicht töten, vor allem wenn er wütend ist.
Und die Renoplasten machen das nicht gerade leichter. Aber ich fall immer noch ab. Gut, ich habe jetzt auch den Elan-Modus nicht mehr. Na komm, nein, komm. Na, naja. Gerettet vom Renoplast. Unfreiwillig, von ihm zumindest. Wow, wie geht er denn jetzt ab? Okay, er ist nicht mehr markiert. Sofort markieren. Komm. Und ja, hör auf den Cha-Cha-Droh zu gehen. Der Arme. Hat er doch nichts getan. Wenn auf jemand sauer sein muss, dann bin ich's. Oh nein, kein Rumgetanze. Ich hasse es. Okay, was macht das jetzt? Der sah nach einem Verteidigungsbonus für alle aus. Das ist nämlich das Problem. Ich glaube, er kann auch Gegner in der Umgebung verbessern. Das heißt, je mehr Viecher natürlich da sind, desto schwerer wird's, wenn er da irgendwas verbessert. So, ich habe schon wieder meine ganze Ausdauer verbraucht. Was heißt meine ganze Ausdauer? Aber zumindest meine Ausdauer schon wieder runter. Das finde ich nicht gut. Geht er wieder in Gebiet 7? Nee, er geht hier hin. Wie viel hätten das Vieh eigentlich auch aus? Das ist ja nicht mehr schön. Da hätte ich aber wirklich die grüne Schärfe mitnehmen sollen. Ah, wunderbar. Und sein Schnabel kaputt. Ach, herrlich. So, und das soll es jetzt nämlich auch gewesen sein. Dankeschön, dass du mich in meine Kombo störst. Du blödes Mistvieh. Oh nein, das sieht nach Angriff aus. Natürlich komme ich jetzt nirgendwo mehr durch. Aber es sieht so scheiße aus mit seinem kaputten Schnabel, das muss ich ja sagen. Nein, nein, nein. Gut, das ging eigentlich schon noch. Ging gar nicht schlecht. So, Jaren gegen ihn. Hilf mir beim Töten. So, du könntest jetzt wirklich mal humpeln, mein Freund. Boah, diese blöden Feuersteine mit meiner blöden Schärfe. Na. Hm. So. Ich geb's auf. Wettstein. Oje. Komm nicht so weit. Ja, mit einem. Sehr schön. Okay. Oh, jetzt ist Feuer wieder. Natürlich. Oh Gott. Für DSV hätte ich mir vielleicht wirklich eine andere Rüstung machen sollen. Und wenn es bloß so eine Legierungsrüstung hätte ich mir nicht machen können. Aber egal welche, Hauptsache eine mit ein bisschen. Oh ja, Sabbat. Gut, ist jetzt zwar nicht so. Ja, es ist auch schon sehr interessant, aber er humpelt. Das wollte ich eigentlich zuerst sagen. Aber Sabbat auch, das heißt. Vor allem jetzt in dem Modus, wo er humpelt, also wo er nur noch sehr wenig Leben hat. Ich glaube, er gibt den Gebiet 3. Oder in Gebiet. Ja, doch in Gebiet. Oder in Gebiet 7? Natürlich in Gebiet 7. Oh, vielleicht trinkt er auch bloß was. Das wäre natürlich blöd. Halt! Warte auf mich! Ich muss hier noch durch die Höhle joggen. Ja, nichts trinken. Schlafen ist, glaube ich, zwar noch besser als trinken, aber. Ne, er wird wahrscheinlich schlafen, weil er sich nicht bewegt. Oder er fliegt noch runter. Was ich jetzt natürlich nicht weiß, aber jetzt. Okay, er hat bisher noch gar nichts getan. Sabbert du noch? Ja, sieht sehr gut aus. Okay, er kann zwar immer noch hier seine Geräusche machen. Na toll, jetzt wäre ich hier, fall ich die ganze Zeit ab. Ganz toll, das hat sehr viel gebracht jetzt. Aber was vor allem, glaube ich, auch jetzt sehr gut ist, ist, dass er... Okay, seinen Schleim kann er immer noch feuern. Das dachte ich jetzt auch nicht so ganz. Aber ich glaube nicht mehr so gut. Das war sehr schön. Gefällt mir. Was er jetzt, glaube ich, nicht mehr so gut kann, ist seine Feuersteine. Ach man, ich bin es noch aus Green Knight gewöhnt, dass ich die Abschlusskombo nicht machen kann. Naja, das war es jetzt auch. Wäre natürlich sehr viel epischer gewesen, ihn jetzt noch mit der Abschlusskombo zu töten. Aber hey, so ein normaler Schlag hat es auch getan. Monsterknochen M, sehr schön. Daran sieht man, mittleres Monster gibt Monsterknochen M. Kleine Monster geben Monsterknochen S. Und lebhafte Feder. Und das ist nur eins der vielen Objekte, die man vom Korotbeko bekommt. Und deswegen jetzt manchmal ein bisschen blöd sein kann, von ihm irgendeine Rüstung oder so zu machen. Wenn ich das noch richtig weiß. Wie gesagt, alles, was ich eigentlich von mir gebe, ist eigentlich bloß Erinnerung von Monster Hunter. Halt, ich habe da irgendwas gehört. Es war wahrscheinlich bloß ein Dings gewesen. Ja, genau, so ein Mellings. Aber trotzdem. Gibt mir nämlich ein Geheimversteck. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Geheimversteck, ein Mailingsbeutel voll mit verschiedenen Krempel, Konterobjekt, okay.
Aber zumindest alles, was ich hier eigentlich nur von mir gebe. Ach, da gibt's die Eier. Okay. Ja, mach's halt kaputt. Zumindest alles, was ich eigentlich immer von mir gebe an Daten, mehr oder weniger Erinnerungen aus Monster Hunter Tri. Und ich habe natürlich erstens von Tri kaum mehr Ahnung und zweitens natürlich auch keine Ahnung, was sie hier geändert haben. Wir bekommen ja erstmal eine Koropeko Schuppe. Schuppe von wilden gefiederten. Von wilden Gefieder verdeckt, so. In der Nähe des Beines leicht zu sehen. Leichter zu sehen. Ein Kreischer ganz normal. Zündsteine, das sind die Dinger. Körperteile, mit denen ein Koropeko Feuer entzündet. Es gibt einen Trick dabei. Okay. Sind zumindest ziemlich wertvoll, haben auch Rarität 4 und wir bekommen gleich 4 davon. Sehr schön. Dann nochmal eine Schuppe, Monsterknochen M, nochmal ein Zündstein, nochmal eine. Wunderbar, nochmal eine Schuppe. Kaktusblüte, anonymer Schädel, seltsamer Schnabel, seltsam geformter Schnabel, aber ganz schön hübsch. Oder ganz hübsch, halt. Und nochmal ein Zündstein, wunderbar. 4 Zündsteine, dafür... Freijagdbums. Ach, das gibt's auch noch, das ist wunderbar. Okay, wusste ich nicht mehr. Also wenn man große Monster erlegt, dann gibt es hier diesen Freijagdbonus. Das heißt, man bekommt trotzdem noch eine Belohnung. Das wusste ich jetzt wirklich nicht mehr. Das ist sehr cool. Gefällt mir wirklich. Der Imitator. Koropeko-Leben. Na gut. Also wie gesagt, das gefällt mir wirklich sehr. Stimmt, ich glaube, das gab es in Monster Hunter Tri. Auch schon. Und zwar auch sehr gut natürlich. So. Will sie mit uns sprechen? Ja, das heißt, dass bloß eine neue Quest freigeschalten wurde. Wie jeder mit mir sprechen will. Ja, natürlich auch Junior. Die Fischhändlerin? Nee, die nicht. Die auch nicht. Er auch nicht. Okay, dann reden wir erstmal mit dem, der uns die ganze Zeit hinterher rennt. Der hat es irgendwie am eiligsten. Opa, Opa. Idee von neue Maske. Kommt Lacker schnell in Chachas Kopf wie flammender Komet aus dem Weltall. Ist Maske mit Zottelohren. Wuschel, Kuschel zum Liebhaben. Chacha lässt Pläne bei Chakind vom Dorfchef Junior. Schon gesehen? Muss Chad gucken. Okay. Affinitätsstärkung. Verteidigungswetterbrecher. Was? Okay, das hört sich. Nein, ich hasse es. Bla 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 bla. So, zur Quest einladen. Ja. Und jetzt nochmal. Weil wenn man hier einmal zum Spiel A drückt, dann lässt man ihn schon zurück. Maske wechseln gibt es natürlich noch nichts. Tanzwellen gibt es auch noch nichts. Abwehr. Fertigkeit nichts. Ah, hier kann man eine Fertigkeit einstellen. Ich bin doch doof. Eisangriff, Donnerangriff, Affinitätsstärkung. Bringt uns natürlich nichts, weil wir können bisher nur einen Effekt machen. Das geht dann natürlich mit Masken mit 2 Slots. Dann kann man natürlich hier Eis und dann Affinitätsstärkung. Mächtige Angriffe, wenn der Träger die Beleidigung in der Maske sieht. Okay. Verteidigungsmaske steigt die Kraft des Trägers. Okay, Wetterbrecher. Symbol macht Träger stark genug, um Wind und Strömung zu widerstehen. Das wird wahrscheinlich, ja gut, Wetterbrecher. Das heißt, wenn Monster irgendwelche Flügelschläge machen oder so irgendwas, dass er da nicht zurückschreckt. Das wäre jetzt bei mir natürlich gut, aber ja, bei Chacha, naja. Steigert die Kraft des Trägers. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt noch bessere Sachen. Hier kann man natürlich auch den Angriff je nach Monster auswählen, aber ich benutze solche Helfviecher oder Kameraden eigentlich nie wirklich, um Schaden zu machen, sondern um irgendwelche Effekte zu machen. Ja, keine Ahnung. Bisher kann er irgendwie da noch nichts. Das heißt, Verteidigung stärken, damit er ein bisschen was aushält, um zu tanzen. Ich benutze ihn eigentlich mehr oder weniger bloß, um zu tanzen. Werte ansehen. Und da hier noch nicht wirklich was kann, naja. So, reden wir mit Junior. Hey Jäger, in letzter Zeit hat man seltsame Schreie aus dem Mogawald gehört. Ich wette, das waren Koropeko-Rufe. Vielleicht hat sich die Bestie irgendwo ein Nest gebaut. Du könntest im Wald auf ein Koropeko treffen, wenn du nicht auf eine Quest bist. Du kannst auf Junior zählen, auf mich, wenn du Informationen brauchst. Hör auf die Moga-Prognose, hör die Moga-Prognose regelmäßig an. Und dein Freund Chuchu, oder wie er heißt, hat eine Bitte eingereicht. Sowas, schau nach den Dörflerbitten. Gut. Hier sehen wir es zwar noch nicht, aber übermorgen wird dann wahrscheinlich ein Koropeko erscheinen. Die gibt es jetzt jederzeit auch im Wald zu jagen. Geben ganz gut. Rohstoffpunkte wahrscheinlich.
Und ja, Jagdbericht haben wir natürlich nichts. Dörflebetten. Gut, da haben wir eben noch den Riesendung nicht. Vielleicht gibt es den schon vom Kurupeku, ich weiß aber nicht. Zottelmaske. Chachas Pläne für eine tolle neue Maske. Chacha Pläne für eine tolle neue Maske hat. Vielleicht damit finden. Monsterkumpel. Kurupeku-Federn brauchen wir zwei. Haben wir nicht. Und Samtau, die gibt es ja von den Gigis. Warme Pelz haben wir aber auf jeden Fall genügend. Okay, die finden wir aber alle bei der Moga-Jagd. Kann ich ja dann dafür sorgen. Schön, schön. Er hat gleich nochmal was zu reden. Ein ganz nettes Geschäft. Entschuldigung, ich war in Gedanken. Der Agusi-Captain hat etwas erzählt, das mir nicht nur aus dem Kopf geht. Schlank zu sein ist wohl nicht mehr modern. Die Stadtleute machen angeblich Fettdiäten, um Funde zuzulegen. Der Grund dafür soll sein, dass reiche Leute dick und glücklich sind. Arbeiter wie wir dagegen muskulös und schlank. Also wollen die Städter unbedingt dick werden, um reich zu wirken. Sie haben nur Honigdiät für sich entdeckt. Sie nennen es auch FDH, frisst den Honig. Er ist jetzt sehr begehrt. Wir werden eine Honigbox bauen. Wir müssen diesen Trend ausnutzen und Moga-Honig zum Exportschlager machen. Du kannst ihn natürlich auch nutzen. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber Honig ist auch gut für Jägergut. Ja, Yoga. Yoga, genau. Eine Mischung aus, ich weiß, aus irgendwas mit J und Moga. Aber ich weiß, dass Honig sehr gut für uns ist, weil das, damit können wir Tränke zu Megatränken machen und das brauchen wir unbedingt. 300 Rohstoffpunkte, wie gut, dass ich ein paar gefarmt habe. Wäre Honig nur leichter zu finden, das denkt jeder, kein Problem, besorge einfach die Rohstoffe. 2 Kaktusblüten, sehr schön, und wir haben auch jede Menge Erdkristalle. Wunderbar. So, die Zottelmaske haben wir dann noch. Und dann brauchen wir hier noch Riesendung, gell? Ja, und hier genau. Samthaut finden wir auf jeden Fall. Und die Feder, ja, da müssen wir auf jeden Fall ein paar Korobekos töten. So, jetzt gehen wir erstmal zum Chef-Farmer. Und ein zweiter Feline-Stall, das ist wunderbar. Da können wir jetzt gleich 2 Sachen anbauen. So. Hey du, sieh mal, noch eine meiner Felien ist zur Form zurückgeschlichen gekommen. Jetzt können wir noch mehr für dich anbauen. Wahrscheinlich hat der Handel der Argosie mit dem Dorf den Felien Mut gemacht. Jetzt kommen sie zurück. Bring uns ein Kraut oder einen Samen zum Anbauen und die Felien kümmern sich drum, wenn du unterwegs bist. Und sprich mit den Felien, die eben zurückgekommen ist. Man muss freundlich zu seinen Arbeitern sein, sage ich. Wenn du noch die letzte Felien überzeugen würdest, zurückzukommen, könnten wir mehr Dinge gleichzeitig züchten. Bis dahin tun wir das Beste mit dem, was wir haben. Gut, Erntebox, wir haben hier bloß wieder Blitzkäfer. Och Mann, ich will Leuchtkäfer. Okay, aber beide sind bereit. Gut, dann tun wir bei dir erstmal. Was brauchen wir denn? Honig. Wir brauchen viel Honig. Saturnienfalle nicht unbedingt. Zyklen gleich mal 3. Solange ich Rohstoffe habe, werde ich Honig anbauen. Und du, mein guter Katzenfreund, wirst jetzt ein paar Bitterkäfer anbieten. Halt ein paar. Boah, Bitterkäfer sind Rarität 4, das wird teuer. Wurmbienenlarven. Der Ruf macht Goldenfische verrückt. Ja, ich brauche dafür aber halt noch Leuchtkäfer, aber egal. Beziehungsweise doch, ich denke schon. Beziehungsweise, ich denke aber schon. Wir tun sie aber vielleicht mal. Machen dafür dann mal die Saturnienfalle rein. Und das 3 Zyklen lang. Und mal sehen, was dabei rauskommt. So, dann sprechen wir nochmal mit dir. Getreide, Getreide, Getreide. Willst du schnell viel Energie bekommen, ist Getreide perfekt dafür. Miau. Die Farm von Dorf Moga ist stolz darauf, pestizidfrei zu sein. Niemals würden wir Giftpilze spritzen. Miau. Lass dich nicht davon beirren, dass die Früchte nicht perfekt aussehen. Unser Weizen und Reis schmeckt wunderbar. Tut mir leid, dass ich nervös war und davon ließ, als ich das Erdbeben kam. Schändlich, ich weiß. Miau. Aber ab sofort bin ich hier und werde in die Pfoten spucken. Versprochen. So, Patata, Hakuna, Mata, nee. Doch, egal. Nee, ich würde sagen, mit den beiden reden wir das nächste Mal. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Monster Hunter Tri-Ultimate.
Wenn wir noch mit dem Gildenliebchen sprechen und dann schauen, was wir für neue Quests bekommen. Also dann, ciao.